Miteinander. 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 Miteinander, das ist der Podcast von der Stiftung Gott hilft. In der ersten Ausgabe sind wir im Schulheim Zitzers, wo uns der Heimleiter Daniel Rothenbühler einen Einblick in den Heimalltag gibt. Sie oftmals Kind, wo in der öffentlichen Schule mit all den Fördermassnahmen, die man heute hat, und Lernzielbefreiung, gleich merkt, hey, die kommen nicht weiter. Wir lernen die 14-jährige Seraina kennen, wo sie bald im Jahr im Schulheim Zitzers wohnt. Ich finde es gut, dass man jetzt weiss, was es ist und dass wir jetzt halt auch die Leute mehr verstehen. Und wir reden auch mit den Eltern von der Seraina, die uns ihre Geschichte erzählen. Vor ein paar Jahren habe ich auch noch ganz anders gedacht, immer so gewisse Vorurteile gegenüber jetzt so einer Schule wie Zitzers. Und erst wenn man das Kind hat, das in der normalen Schule nicht zu Gang kommt, dann realisiert man einfach, wie gut das es wäre, wenn es eine Alternative gibt in zur normalen Schule. Das Schulheim Zitzers für viele Schülerinnen und Schüler ein Zuhause auf Zeit. Es sind Kinder und Jugendliche mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten, die hier wohnen und hier auch in die Schule gehen. Geleitet wird das Heim schon seit über 20 Jahren von Daniel Rothenbühler. Ich habe ihn zum Gespräch getroffen und er hat mir zuerst verraten, wie er zu seiner Berufung gefunden hat. Übrigens haben wir uns in diesem Podcast dazu entschieden, dass wir uns aussagen. Ich glaube, es war in England. Ich bin als Jung auf England gereist und dort so ein bisschen London, die Vielfältigkeit und auch viele Leute, die so auf der Straße gelebt haben. Und dann meinte ich, das ist für mich so der springende Punkt, um zu merken, ich möchte wechseln von meinem Beruf aus dem technischen Bereich irgendwo ins Soziale. Also aber das war so die Armut gewesen in den Strassen von London. Genau, wo mich irgendwo wo berührt hat und gefunden hat, ich möchte eigentlich in diese Richtung etwas machen und mich dort investieren, mein Leben, meine Berufswelt. Ja, und dann hast du ja als Sozialpädagoge ausgebildet, oder? Wie war dein Werdegang gewesen? Ich bin nachher zuerst so richtig Kassenarbeit. Vor gut 20 Jahren war dann so Kocherpark in Bern, ist so mein Einstieg gewesen, eigentlich so ein bisschen sozial. Habe nachher aber gemerkt, ich will eine Ausbildung machen. Genau, bin durch das nachher auf Zitzers gekommen. Die haben selber also Gott hilft, die Stiftung hat eine Ausbildung, eine höhere Fachschule für Sozialpädagogik und habe nachher dort genau Sozialpädagoge gemacht. Ursprünglich mit dem Gedanken, ich gehe sicher wieder zurück Richtung Gas und habe nachher aber gemerkt, im Laufe der Zeit mit Praktikum in verschiedenen Heimen, dass mir eigentlich die Arbeit mit Kind und Jugendlichen Spass macht und mich gerne dort würd investieren. 20 Jahre Heimleiter, eben vom Schulheim Zitzers, Heimleiter sein, so lang, was macht das mit einem? Wird man da ein bisschen abgehärteter? Ich hoffe, dass ich nicht zu fest abgehärtet bin. Das ist etwas, was wir immer wünschen, so zu sagen, wenn die anderen finden, jetzt ist dann langsam Zeit zum Gehen, dann ist es dann zu spät. Ich hoffe, dass meine Mitarbeiter mir das so würden sagen, oder meine Frau, genau. Ich glaube, es ist eine Kunst, einerseits genug weich zu bleiben, um Sachen, die passieren, dass man die bewegt und einmal nicht einfach abgehärtet ist und ist alles easy. Das finde ich ein wichtiger Teil. Ich glaube, da muss man immer dran sein. Und das andere ist auch, dass man sich nicht zu fest lässt, ins Herz gehen und nächtelang nicht mehr schlaft oder ganz viel heimnimmt und dementsprechend nachher auch Schaden nimmt, Gesundheit und Familie. Genau. Und genau, das hast du müssen lernen wahrscheinlich. Also ich denke, so in der Anfangsphase hast du wahrscheinlich viele Fälle noch mit heimgenommen. Sehr. Es gibt auch heute noch Situationen, wo ich mit heimnehme, wo mich beschäftigen, wo es wichtig ist, die nachher auch können abzulegen, zu besprechen. Und ja, dann ist es oftmals, habe ich schon wegen und Möglichkeiten, dass mich nachher nicht mehr zu fest beschäftigen. Sicher ein gutes Umfeld und ja, so.
Meistens gelingt. Ich glaube, so, was mich früher am meisten gestresst hat, ist so ein Mitarbeitermangel. Wenn man merkt, gerade als Heimleiter, man hat in den Gruppen zu wenig Leute oder vielleicht nachher auch nicht die, die merkt, oh ja, die haben wirklich ein super Flair, mit den Kindern umzugehen. Das war extrem stressig. So ein bisschen die Ohnmachtssituation. Mhm. Die hat sich eigentlich im Laufe der Jahre verbessert. Ich habe den Eindruck, dass wir ein Arbeitsplatz sind, wo viele Leute auch gerne da arbeiten, auch lange da arbeiten, auf der Gruppe mit den Kindern. Genau, das ist für mich eine extreme Entlastung. So, dass nicht jeden Abend noch irgendwo auf einer Gruppe muss, wo ein Problem ist, sondern das handeln sie oftmals selber. Ja, ist auch essentiell wichtig, oder? Ihr gewährleistet die individuelle Betreuung und das ist ja eben wichtig, dass da auch gute Fachkräfte drin sind. Absolut, das ist wirklich das zentral, ja. Von dem Schicksal, von der Geschichte her, von den Kindern und Jugendlichen, die da hinkommen, was ist jetzt so ein Schicksalsfall gewesen, der dich besonders beschäftigt hat? Ich glaube so, also vielleicht kann man einfach so, was so der durchschnittliche Fall ist, wo zu uns kommt, sind oftmals Kinder, wo in der öffentlichen Schule mit all den Fördermassnahmen, die man heute hat und Lernzielbefreiung, gleich merkt, hey, die kommen nicht weiter, denen geht es schlecht, ihre Entwicklung ist gefährdet, es braucht eine Veränderung. Und die kommen nachher zu uns und nehmen ihre Schwierigkeit mit. Oftmals sind es vielleicht solche, die sich dann eher zurückgezogen haben oder nicht mehr in die Schule gehen oder nur noch teilweise. Oder sie sind so, dass sie halt sehr gegen aussen agieren und dementsprechend es nachher schwierig ist für die Klasse und ihre Gespändchen. Und so in eine Rolle hineinwachsen, dass eigentlich alle froh sind, wenn sie nicht mehr dort sind. Genau. Die kommen nachher zu uns. Und oftmals nehmen sie das Verhalten mit und ecken auch bei uns an. Und dann ist sicher die Chance, dass relativ viele Leute da sind, wo man weiss, ja, das gehört jetzt zu dem Kind, dass ihre Garderobe halt Konflikt gibt und man dort halt nebendran steht und mit ihnen nachher den Weg geht, so dass Schritt für Schritt lehrt, mit seinen Schwierigkeiten umzugehen. Und so früher oder später dazugehört. Und das ist oftmals eine mega wichtige Erfahrung für Kinder, für unsere Kinder, die zu uns kommen, haben oftmals keine Kollegen und keine Freunde mehr und erleben da bei uns oftmals, dass sie dann dazugehören. Und dass sie so, wie sie sind, mit ihren Eigenarten okay sind, geschätzt sind und man auch ihre Stärken und ihre Vorzüge kennenlernt, schätzen lernt und sie die auch können entdecken und ausleben. Eben, es sind Kinder mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten. Sind es auch Kinder, die teilweise einen schwierigen familiären Hintergrund hatten? Es gibt beides. Es gibt solche, die wirklich merken, vom Kind her, das passt irgendwo nicht zu der Schulsituation und darum eine andere Lösung braucht. Es gibt auch Situationen, wo wirklich familiär Familie nicht das ihnen kann bieten, was sie brauchen, um können gut aufzuwachsen und sich gut zu entwickeln. Man redet ja auch von Fremdplatzierung. Es gibt wahrscheinlich auch Kinder, die zwangsweise zu euch kommen müssen. Wir versuchen, also das ist heutzutage versucht man eigentlich, dass das möglichst dass das ein Prozess ist, wo man mit den Eltern auf einen Weg geht, um verschiedene Optionen prüft, so dass es ob ihre Platzierung beispielsweise über KESB im Einverständnis mit den Eltern geht. Und das ist oftmals ein Prozess, wo man merkt, doch, das braucht jetzt eine andere Betreuungsform. Es ist gut, wenn du lernst fürs Leben. Wenn die Eltern diesen Schritt machen können, dann ist es viel, viel einfacher für alle. Wenn es wirklich eine Zwangsplatzierung ist, ja, dann ist es für das Kind oftmals sehr, sehr schwierig, weil es dann letztendlich, es darf ja gar nicht da sein, es darf ihm nicht gefallen, weil sonst ist es gegen die Eltern. Und da ist es wirklich ganz wichtig bei der Platzierung vorher, dass man dort viel investiert, damit die Eltern mit im Boot sind. Ich habe mit der 14-jährigen Seraina und ihren Eltern, Barbara und John, abgemacht. Seraina, wo sie bald im Jahr im Schulheim Zitzers wohnt.
Aufgewachsen ist sie in einer intakten Familie, im Kindergarten und in der Schule ist sie aber ausgegrenzt worden. Ja, wir haben schon gemerkt, dass sie immer ein bisschen in der Entwicklung ein bisschen hin und her hinkt, aber eigentlich nicht gross oder gross auffällig. Und dann Ende zweite Kindergarten haben wir dann gemerkt, dass, ja, dass sie einfach noch nicht so weit ist für in die Schule, weil für Zahlen oder so hat sie sich noch überhaupt nicht interessiert. Und dann hat man den Vorschlag gemacht, dass sie ein drittes Kindergartenjahr macht. Und das haben wir dann auch eingesehen, dass das sinnvoll ist. Und ja, nachher hat dann eigentlich ja, fast die Odyssee angefangen mit der Schule. Also sie war eher eine ruhige. Sie hat viel beobachtet. Wir haben sie schon, seit sie Kleinkind war, haben wir sie in die Spielgruppe einmal in der Woche geschickt für 2 Stunden, damit sie ein bisschen Kontakt mit anderen Kindern hat. Ja, aber sie war immer die Beobachtende. Ja, wir haben dann gemerkt, dass sie ziemlich ausgeprägte Sensibilität hat, eben so alles beobachten, alles wahrnehmen, alles auch auf dem emotionalen Bereich, dass sie feinfühlig ist, was für eine Atmosphäre das ist und auch Ungerechtigkeiten, das hat sie immer alles gerade erfasst und wo andere Kinder überhaupt nicht auf so Sachen merken, hat sie immer gerade gespürt. Ja, durch das, dass sie immer so alles beobachtet hat, ist sie auch wie gestresst gewesen und das hat wahrscheinlich auch mit der Lernschwierigkeit zu tun, dass sie dann einfach nicht mehr Kapazität hatte, zum Schulstoff mitzukommen. Ja, halt, sie hatte dort halt viel Stress und halt auch nicht so viele Kollegen. Ja, und dort habe ich halt nicht so gut gefühlt. Was hast du denn so gedacht? Ja, halt, ich habe immer gedacht, liegt es an mir oder liegt es an den anderen? Was haben denn die Eltern gesagt? Hast du etwas daheim erzählt? Ja, also sie haben gesagt, ich sollte die nur machen lassen. Ja, und ich habe mich halt nicht so gut gefühlt. Heilpädagogische Früherziehung hatte sie bei uns zu Hause. Und sie haben dann empfohlen, dass wir sie bei der KJB anmelden. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann hat sie dort auch Therapie bei verschiedenen Psychologinnen. Und sie hat sich dann auch zurückgezogen. Die Lehrer haben immer probiert, dass sie soziale Kontakte hat. Sie hat probiert, aber sie ist vielmal abgewiesen worden. Oder wenn andere mal gesagt haben, sie machen mit ihren ab, haben sie dann kurzfristig gesagt, nein, ich mache gleich mit jemand anders ab. Und das war für die Reine nicht schön gewesen. Ja, eine soziale Ausgrenzung. Also sie ist überhaupt nicht integriert worden bei den anderen Schülerinnen und Schülern. Nein, nicht wirklich. Die Lehrer haben es versucht, aber es hat nicht geklappt. Fühlt man sich manchmal hilflos? Ja, das fühlt man sich sehr oft, ja. Auch manchmal im Stich gelassen? Ja, und nicht ernst genommen. Eben in der Schule haben sie immer wieder Lösungen vorgeschlagen. Ja, man könnte das machen, man könnte das machen, man könnte das machen. Aber wirklich das Grundproblem, eben, dass sie den Anschluss nicht gefunden hat, das hat man eigentlich nicht berücksichtigt. Wir haben gesagt, es hat Abklärungen gegeben, der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und eben hat immer gemeint, es ist wahrscheinlich ein psychisches Problem. Und John, du hast eigentlich schon immer vermutet, es könnte Epilepsie sein. Ja, das hat eigentlich im Frühling 2022 hat sie daheim einen Anfall gehabt. Und mir ist dann eben das vorgekommen wie ein epileptischer Anfall, aber ich habe nicht genau gewusst, ob es wirklich das ist. Und im Spital hat man dann Abklärungen gemacht und zuerst gefunden, nein, das ist es nicht. Das ist eben psychisch und durch Hyperventilieren verursacht. Aber jetzt seit einem Jahr wissen wir, dass es definitiv Epilepsie ist. Wie kann man sich so einen Anfall vorstellen? Von der einen Sekunde auf die andere fängt sie an krampfen, sackt dann zu Boden und hat sich nicht mehr unter Kontrolle und eben krampft und zittert mit den Armen und mit den Beinen. Und ja,
Es gibt Teile, die das alles mitkriegen selber und Teile, wo das nicht mitkriegen. Und sie hat das immer mitkriegt selber. Und für sie war das extrem schlimm gewesen auch. Und durch das ist sie noch in ein richtig tiefes Loch auch reingefallen. Psychisch. Dann ist endlich Diagnose Epilepsie gekommen. Ist natürlich keine schöne Diagnose, aber gleich ist es für euch wie eine Befreiung. Jetzt wissen wir, das hat einen Namen, was uns da passiert. Ja, es hat einmal recht gegeben, ja, und es war ein Stück weit auch eine Erleichterung gewesen, ja. Und das Erste, was der eine uns gesagt hat, war, endlich versteht mich mal jemand. Ja, also ich finde es gut, dass man jetzt weiss, was es ist und dass wir jetzt halt auch die Leute mehr verstehen, warum und wieso. Mhm. Ja. Eben, du hast auch Angststörungen gehabt. Also vielleicht kannst du mal erzählen, wie so eine Angststörung ist für jemanden, der das nicht kennt. Wie fühlt sich das an? Was passiert da mit einem? Ja, halt, wenn man so irgendwie mit jemandem muss reden und dann kann ich plötzlich nicht das aussprechen. Dann bekomme ich irgendwie Panik. Ja, und dann kann ich halt nicht mehr reden. Und das ist jetzt viel besser geworden, denke ich, gell? Mhm. Also hast du das auch ein bisschen trainiert? Ja, also ich habe halt gemerkt, dass muss man halt gar keine Angst haben, mit jemandem so reden. Ja, und dann habe ich es halt auch irgendwie gelernt. Jetzt ist es ja auch schwer für Eltern zu sagen, mein Kind muss in ein Heim. Also ihr gebt einen Teil der Verantwortung ab, wenn es um die Erziehung geht. Wie schwer ist das gefallen, um den Entscheid zu machen? Also, nachdem all das war in der Schule, haben wir und die Anfälle angefangen haben, haben wir auch von uns aus mal ein bisschen umgeschaut, was gibt es für Alternativen. Und dann hat sich das in Zitzers angeboten. Ja, für uns war das dann gleich schwierig gewesen, weil ja, wir sind uns nicht gewöhnt gewesen, zum Kinder fremd betreuen zu lassen. Das ist uns dann schon wie vorgekommen, wie ja, jetzt tun wir das Kind abschieben. Ja, es war schwierig gewesen. Ich habe es mit gemischten Gefühlen empfunden. Aber ich war so dankbar, dass sie kann für ihn schauen kann und dass sie kann in Zukunft schauen kann und dass sie auch soziale Kontakt kann haben und das andere, was sie hatte, dass sie das ein bisschen auf die Seite tun kann. Ja, das vor ein paar Jahren habe ich auch noch ganz anders gedacht, immer so gewisse Vorurteile gegenüber jetzt so einer Schule wie Zitzers. Man weiss im Prinzip gar nicht recht, was da läuft und warum es diese Schule gibt. Und erst wenn man das Kind hat, wo in der normalen Schule nicht zu Gang kommt, dann realisiert man einfach, wie gut das es wäre, wenn es eine Alternative gibt zur normalen Schule. Ihr habt gesagt, seit dem Mai ist sie rein da. Was hat sich geändert? Ich habe das Gefühl, es hat sich alles geändert. Sie ist richtig aufgeblüht. Ja, sie ist jetzt, man merkt richtig, sie ist eine Jugendliche, die Freude am Leben hat. Und ich würde es genau gleich wieder machen. Ich würde mich nochmal für die Schule entscheiden. Seitdem sie vor einem Jahr die Diagnose Epilepsie gekriegt hat, kriegt sie Medikamente gegen das. Und seitdem hat sie auch keine epileptischen Anfall mehr gehabt. Und in diesem Jahr hat sie auch an Selbstsicherheit und Selbstvertrauen wieder zurückgewonnen. Und sie ist da richtig aufgeblüht. Und erzählst du deinen Eltern einmal so ein bisschen, was da passiert ist? Oder sagst du, hey, das geht euch nicht an? Ja, ich erzähle noch oft von da. Mhm. Ja. Sag mir mal, was gefällt dir da im Schulheim ganz speziell? Dass ich halt so unter Leuten bin und mir es halt auch da immer Ausflüge machen. Einfach so mit Kindern und Jugendlichen zusammen sein und so den Zusammenhalt spüren, denke ich. Gell? Mhm. Und was ist weniger gut? Also was stört dich ein bisschen?
Ja, das halt noch oft, wenn man seine Ruhe haben will auf der Gruppe, dann ist es halt oft laut. Und dann musst du auch mal sagen, hey, sei mal still. Ja. Die Geschichte von der Seraina und ihren Eltern, die berührt und am Schluss doch noch eine gute Wendung gefunden hat. Ich wollte vom Heimleiter Daniel Rothenbühler wissen, wie das war am ersten Tag, wo die Seraina ins Heim gekommen ist. Der erste Tag, wir machen in der Regel am Montagmorgen, wenn die Schüler zuerst mal in die Schule kommen, haben wir so einen gemeinsamen Start mit allen Schülern. Einen Wochenanfang nennen wir den und dort werden die neuen Schüler einmal willkommen geheissen, bekommen noch etwas Süßes. Und der erste Tag in der Schule, es war sicher eher jetzt jemand, der scheuch, der zurückhaltend war. Ich meinte ja, dass die ganze Familie gekommen ist, mit Vater und Mutter und Brüdern und so. Und das ist schon für uns auch etwas Schönes, zu merken, wow, da kommt die ganze Familie, die steht dahinter. Und sicher auch für das Kind selber, so, ich werde begleitet. Und ist auch so ein Zeichen vom Dahinterstehen. Also eben, das eine ist ja, das Kind kommt ins Heim, das hat ja schon einen gewissen Druck und auch natürlich gewisse Ängste. Wie ist das bei den Eltern? Weil eben viele Eltern fühlen sich wahrscheinlich auch stigmatisiert. Mein Kind muss jetzt in ein Heim. Ja, das ist sicher so. Ich glaube, wir haben oftmals so Eltern, die sagen am Anfang oder am Schluss sagen, es ist auch schwierig war am Anfang, das Kind loszulassen. Immer vielleicht auch ein Gefühl vom Versagen. Und es müsste doch sein, dass es bei uns geht, wie auch immer. Und mein Wunsch ist, dass ich am Schluss kann sagen, wow, es ist der beste Entscheid gewesen. Also, dass man im Nachhinein merkt, ja, das Herz hat gesagt, nein, ich werde nicht. Kopf habe ich entschieden und im Nachhinein merkt man, es war gut gewesen. Das Kind hat sich entwickeln können. Ist meistens vorgängig ohne Leidensgeschichte. Eine Leidensgeschichte von der Schule. Und ja, letztendlich das Anliegen ist, dass man am Schluss kann sagen kann, es war gut gewesen, es hat sich gelohnt, es hat sich wohlgefühlt, es hat sich gut entwickelt. Und das ist meistens dann das, was die Eltern auch was soll ich sagen, beruhigt oder wegnimmt von irgendwelchen Schuldgefühlen. Und so merken wir, es war ein guter Entscheid gewesen. Eben 20 Jahre Heimleiter vom Schulheim in Zitzers. Daniel, gibt es da auch Menschen, die mal da im Heim gewesen sind und auf dich zukommen und dir Danke sagen im Nachhinein? Gerade vorletzt ist ein Ehemaliger vorbeigekommen und hat so ein bisschen erzählt von seiner Zeit da. Es ist ja oftmals so nach der Zeit, dann geht man und kommt nicht jeden Tag wieder zurück und so, aber so nach einer gewissen Zeit und gefunden hat, hey, für mich ist das eine sehr wichtige Zeit gewesen und hat es sehr geschätzt und viel gelernt und ihm ist dort noch eine Bezugsperson, die er damals gehabt hat, hat er gefunden, zu dem wird er wieder Kontakt aufnehmen, sie war für ihn wie ein Vater. Du liebst deine Arbeit, gell? Ich liebe meine Arbeit, ja. Mal auf Vielfältigkeit zu auseinandersetzen mit den verschiedenen Menschen. Das schätze ich sehr. Das ist Miteinander und miteinander gehen wir dann das nächste Mal in die Jugendstation Alltag in Trimis. Da werden männliche Jugendliche in schwierigen Lebensumständen professionell geschult und begleitet. Miteinander, der Podcast von der Stiftung Gott hilft. Miteinander! Miteinander!